Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns heute, ja, ich bin sehr gespannt, ich habe noch nicht reingehört, ich weiß noch gar nichts. Holt euch erstmal ein kühles Getränk, Freunde. Fritz Limonaden kann ich übrigens absolut empfehlen, ja. Gönnt euch die gerne mal, Freunde, die sind ehrlich ganz nice. Wir gönnen uns jetzt endlich mal den Jack von Crack Diss-Track an. Hier, freundlich ausgedrückt, Kapuze und Ray-Ban, Johnny Dixon und Damon. Oha, Jungs, diese andere Reim gerade, achtet mal drauf. Worauf ich mich sehr freue, ja. Ich bin mit allen gut, ihr wisst, Jack von Crack, Homie, ich war im Musikvideo dabei. Und mit Johnny und Damon ist natürlich auch alles mehr als cool. Deswegen, ich werde das jetzt hier aus einer Sicht bewerten, sodass, obwohl ich mit allen drei cool bin, ja. Also ich werde die Disses feiern, wenn die nice sind, so. Und jetzt nicht sagen, oh, ich kann den Diss jetzt nicht feiern, weil ich mit dem befreundet bin oder whatever, so. Ich bin mit allen cool. Trotzdem werde ich jetzt hier, wenn ich etwas nice finde, das sagen, genauso wie wenn ich etwas nicht nice finde, ja. Ich weiß nicht, und es interessiert mich auch gar nicht so sehr, muss ich sagen, warum diese Diss zustande gekommen sind. Ich habe in einem zu Instagram-Stories gesehen, dass hier und da mal kurz geschossen wurde, ja. Mehr weiß ich darüber nicht, ich stecke da nicht drin, Freunde. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Jack von Crack, Kapuze und Ray-Ban. Produziert von Detox Vengeance und ey, hat sehr, sehr wenige Dislikes für einen Diss-Track bekommen. Sehr wenige Dislikes tatsächlich für einen Diss-Track, obwohl ich tatsächlich sagen würde, dass sich die Communities von den beiden sogar sehr überschneiden. Ich bin sehr gespannt, Alter. Oha! Was ist dieses KRP? Ich bräuchte hier gar nicht zu rappen. Das hier ist mein Spiel und ihr seid meine Marionetten. Ich fackel nicht lange, sie werden in Ver- Ja, okay, also. da könnte man wieder den einen oder anderen Spruch bringen, wenn man blablabla KRP auf Wish bestellt, ja. Seine Nase absolut größer als meine Zukunft, Digga. Im Schmerz verbrauen, spüren, kribbeln, bevor ich sie sterben lasse. Johnny Dixon denkt wirklich, er geht mit krassem Flow. Ich sterbe tatsächlich gleich, denn ich lach mich tot. Zur Seite, du kleine Marder, dein Gesang hört sich an wie mit einem Eisennagel auf Kreidetafel. Oha, oha, Jungs, die werden aber anders zusammengeschlagen. Okay, hey, 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 calm down a bit. Die eine Leine möchte ich noch, dein Gesang hört sich an, als würde ich mit Eisennageln auf was? Mit krassem Flow, ich sterbe tatsächlich gleich. Ich lach mich tot. Zur Seite, du kleine Marder, dein Gesang hört sich an wie mit einem Eisennagel auf Kreidetafel. Also ungefähr so wie Jack von Cracks Stimme. Bitte ich deine Gegend, dann herrscht Totenstille. Steck die Tränen hinter der schwulen Pilotenbrille. Die Technik. Oha. Diese Ikone, ich droppe wieder Stroh, wie gewohnt, rigoros, wie ein Philosoph. 6 Kilo Kohl, streit mit Askorbinpulver. Fess in den durchgefickten Körper deiner Stiefmutter. Nicht fiktiv, bitch, please, das ist real. Und Dixon, die Zicke ist dann eingeschnappt wie Krokodilfutter. Du wirst in Teile geschnitten. Eingeschnappt wie Krokodilfutter. Okay, okay. Und Dixon, die Zicke ist dann eingeschnappt wie Krokodilfutter. Wir sind Teile geschnitten. Du hast dich wie bei einem Fick mit Damon in die Scheiße geritten. Hab Bock, dir vor die Nase zu treten. Oha, ey, oi, oh, oh, okay, okay. Da hört man erstmal, ich find's erstmal eine gute Zeile, fühle ich. Und da hört man ja raus, dass es von Johnny ausging. Anscheinend. Denn du hast dich wie bei einem Fick mit Damon in die Scheiße geritten. Hört man ja raus, dass Johnny sich in die Scheiße geritten hat, also Johnny angefangen hat. Und jetzt hier die Antwort kommt, nur so gesehen. Okay. Dich wie bei einem Fick mit Damon in die Scheiße geritten. Hab gute Zeile. Die Nase zu treten. Du hast dich nie geschlagen, aber jetzt geschlagen gegeben. Auch gut. Ah, okay, okay. Ein, zwei Zeilen gefallen mir schon. Piss auf Kapuze und Ray-Ban, bin ein Bekloppter. Ab in den Kerkaun-Sport bis zum Ende. Was ihr macht ist Gay-Rap. Freut euch ihr Opfer, ihr werdet zerfickt von einer lebenden Legende. Kapuze und Ray-Ban, ich bin gespannt auf euer Statement. Ich verzichte auf Shake-Hands und lasst euch laufen wie Rayman. Kapuze und Ray-Ban. Hook, fühle dich so sehr. Ich muss allgemein sagen, der Hörgenuss bei Jack von Crack ist in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen zurückgegangen, leider, was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, er mischt jetzt größtenteils selber. Es kann auch sein, dass das wieder von Detox gemischt ist, ich bin mir nicht sicher. Aber allgemein, der Hörgenuss ist für mich ein bisschen mehr zurückgegangen noch. Aber kann auch nur meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden sein. Hook finde ich okay, aber Ray-Ban auf Rayman, ich weiß nicht, dieses, und du läufst dann wie Rayman, ich habe Rayman nie geguckt und nie gesehen, Alter. Was ist denn das überhaupt? Ist das nicht einer, der so ein bisschen... nee, warte, das ist doch mit Dings ein Film, oder nicht? Ist das nicht sogar mit Edward Norton? Und mit,
Ach, keine Ahnung, Junge, scheiß drauf, Digga. Nennt euren Track Donald Trump so wie Mac Miller, dass ihr damit nicht berühmt. Don't Raven, nennt euren Track Donald Trump so wie Mac Miller, dass ihr damit nicht berühmt werdet. Echt bitter. Ja, okay, jetzt sagt er so, yo, ihr habt auch nur Donald Trump gemacht wegen Mac Miller. So fame wie er, doch kriegt einen Trostpreis. Je nach habt ihr nur eins gemeint, dass ihr tot seid. Was denn? Oh, das war schon mächtig. Das war schon mächtig. Amen, du bist Lucifer's Bitch. Guck, wie der Hurensohn in seiner Scheiß kaputt herstellt. Ich bin der Meister der Dämonen, der Teufel, der dich in den Kerker schickt. Ich beweis dir, dass du sterblich bist. Oh, von der okay, ey, das finde ich nice, Mann. Okay. Ja, ein, zwei Zeilen sind schon ganz nice gewesen bis jetzt. Weltverband, Bitch, Interstellar. Er öffnet seinen Mantel, Kindern im Park. Christoph und Barthe, Internetstar. Werden von mir geschlagen, im Disinternat. Ich dreh sie durch den Fleischwolf, die Opfer. Und mach die zwei zu gemischtem Hack wie dieser Podcast. Damon schämt. Oh, Kuss, Alter. Dafür, Freunde, dafür. Gemischtes Hack, guter Podcast, ja. Ist, glaube ich, mittlerweile Spotify-Exclusive. Wurden, glaube ich, gekauft. Bin mir nicht sicher. Habe ich aber früher eine Zeit lang sehr gerne gehört. Ich bin der Teufel, dein Vater. Bis auf Kapuzun Draven, bin ein Bekloppter. Ab in den Kerker und schwort bis zum Ende. Was ihr macht, ist gay rap. Freut euch, ihr Opfer. Ihr werdet zerfickt von einer lebenden Legende. Kapuzun Draven, ich bin gespannt auf euer Statement. Ich verzichte auf Shakens. Und lasst euch laufen. Es kommt noch ein Part. Es kommt noch ein Part, glaube ich. Kapuzun Draven, Johnny Dixon findet es nicht okay. Kein Problem. Die sind nicht, ich zerficke sie bequem. Gib mir ein bisschen von dem Schnee. Okay, Anspielung auf den Track nicht okay. Oder ist nicht okay, wie auch immer der heißt. Dreht eure Hackfresse ein und dann braucht euer Gesicht ein paar OP. Wir werden lyrisch verbrannt, die Triebe leben. Okay, ich träge. Ja, okay. Ich habe gerade überlegt, wie sehr kann man sowas nehmen? Ich trete eure Hackfresse ein, dann braucht ihr eine OP. Wie ernst kann man das von jemandem nehmen, der sein Gesicht nicht zeigt? Aber da gab es mit OPB ja schon öfter diese Debatten. Bei Maskenrappern, das hat einige Zeilen, muss man halt abwiegen. Kann das jetzt sagen oder nicht? Ich finde es okay eigentlich. Warum sollte er das jetzt auslassen? War jetzt ja auch nicht 100% das Aussehen. Ging ja eher um diese stumpfe Beleidigung einfach. Fresse ein und dann braucht euer Gesicht ein paar OP. Werden lyrisch verbrannt, die Triebe lebe ich aus. Und umgeben von Rauch, gehen sie drauf, ihr klug seid. Ich finde cool, wer hier so viele Anspielungen auf die ganzen Tracks macht, wie Rauch ist nicht okay. Oder auch Donald Trump irgendwie, wie er halt wirklich viele Anspielungen auf diese Tracks nimmt. Das finde ich nice. Es gibt einen blutreichen Seelenmord, ihr seid ein Feldteam. Buch seid ein Eselzorn, Johnny der Es gibt einen blutreichen Seelenmord, ihr seid ein Feldteam, Buchseitenleselzorn, Johnny der Buchseitenlesezorn höre ich raus, aber das macht keinen Sinn. Ach, Buchseiteneselsohr, okay, Eselsohr, Buchseiteneselsohr, okay. Was hört von Detox die Strophe, spricht man ihn drauf an, er heult wie eine Mimose. Du kannst es mit rausreden versuchen, doch du bleibst weiter, die Gegenspieler von Leverkusen, du Pussy, mach mal. Okay, das jetzt... Dass die bei Detox biten, weil eine Zeile hatte Johnny Dixon, die Detox auch schon hatte. Ich glaube, das war einmal so. Finde ich dumm. Finde ich dumm, Digga, das zu sagen, weil das war meiner Meinung nach Doppelschöpfung, weil die Tracks jetzt nicht ein halbes Jahr nacheinander kamen oder so, sondern relativ nach kurzer Zeit, wo es halt dumm wäre, da mit Absicht zu biten. Außerdem hat Tadl was Schönes in einem Livestream irgendwann letztens gesagt, als er auf JJG reagiert hat. Da hat Tadl gesagt, wenn er eine Zeile schreibt oder einen Vergleich findet, googelt er extra nicht, ob es so einen ähnlichen oder genau diesen Vergleich schon einmal gab. Er googelt extra nicht, weil wenn er dann einen finden würde, würde er ihn nicht mal benutzen. Aber er googelt extra nicht, weil er ja weiß, dass er selbst drauf gekommen ist. Er googelt extra nicht, darf ihn jetzt benutzen oder hat ihn schon mal jemand so gemacht, weil dann wäre es ja Doppelschöpfung. Dann nutzt er den aber trotzdem, weil er weiß im Kopf, hey, ich bin ja selbst drauf gekommen. Ich möchte gar nicht googeln, ich möchte gar nicht wissen, ob der vielleicht schon existiert hat. Ich weiß für mich, ich bin selbst drauf gekommen, das ist cool, ich benutze den. Warum sollte man was benutzen, wo man selbst drauf gekommen ist? Warum sollte man etwas nicht benutzen, was man selbst erschaffen hat, sage ich mal, nur weil es jemand anders auch schon mal gemacht hat, so. Finde ich dumm, deswegen schwierig. Ich glaube nicht, dass da irgendjemanden biten würde hier so. Nicht auf Diebe schon Crime, das Einzige, was du klaust. Von Detox ne Line, labert mich mal nicht voll mit dieser Neo-Scheiße. Unterm Strich wird der umgelegt, Geodreieck. Denn unterm Strich wird der umgelegt. Denn unterm Strich,
Warte ganz kurz. Leo Scheiße. Unterm Strich wird der umgelegt. Geo Dreieck. Denn unterm Strich wird der umgelegt. Unterm Strich, um rechten Winkel zu messen, okay. Dann unterm Strich wird er umgelegt, Geodreieck, okay, und unterm Strich wird er umgelegt, okay. Bis auf Kapuze und Raven, bin ein Bekloppter. Ab in den Kerker und Schwort bis zum Ende. Was ihr macht, ist Gay-Rap. Freut euch, ihr Opfer. Ihr werdet zerfickt von einer lebenden Legende. Kapuze und Raven, ich bin gespannt auf euer Statement. Ich verzichte auf Shake-Hands. Und lass euch laufen wie Rayman. Kapuze und Raven. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Wir schauen aber ganz kurz zu Ende. Nice Karre, by the way. Nicht schlecht. Aber dafür... Aber dafür, dass der Track jetzt aus dem Nichts für mich kam, und ich kläre mich gerne in den Kommentaren auf, ich weiß nicht, woher dieser Beef kam. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Schwierig. Also, es war nicht schlecht, es waren gute Zeilen dabei auf jeden Fall, aber ich habe jetzt nicht so diesen Zerstörungsfaktor gesehen oder gehabt. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was vorgefallen ist und deswegen kann ich es jetzt vielleicht schlecht bewerten, so. Aber es war okay, war jetzt nichts überkrasses, aber auch nichts wackes, so, hatte auf jeden Fall ein paar gute Zeilen dabei. Ich glaube aber nicht, dass Damon und Johnny Dixon darauf antworten sollen, weil dafür war es vom Gefühl her zu schwach. Dafür war es vom Gefühl her noch ein bisschen zu schwach, so. Wir haben jetzt dieses Byte-Ding. Das ist das Einzige, was ich vielleicht als ausschlaggebenden Grund nehmen könnte für diesen Beef. Aber alles andere war jetzt halt nur, ihr seid gay, ihr macht gay Musik, ihr seht scheiße aus, ich werde euch umbringen. Und ich bin der Teufel. Und du bist mein Sohn. So, es waren jetzt halt keine Sachen, so die wirklich dann jetzt krass auf die noch ausgerichtet waren, wo ich sagen kann, ah, da hat er eben krass gefickt oder bla bla bla. Deswegen, weiß nicht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es war jetzt nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob eine Antwort kommt. Ich denke aber tatsächlich nicht. Wir werden sehen, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.